Herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 3. Wir sind kurz vorm Sieg gegen den fiesen Piraten Rochelieu. Wir haben uns schon alle Beleidigungsfechtsachen beigebogen. Das Problem ist, Rochelieu kann es noch ein bisschen anders. Er sagt andere Dinge als die anderen Piraten. Ist ein bisschen unfair, aber mal gucken, ob wir den trotzdem hinkriegen. Im Seekampf haben wir ihn ja schon geschlagen im zweiten Versuch. Jetzt wollen wir ihn... Gib mir meine Karte, du Unhold. Beleidigungsfecht das schlagen. Könnte amüsant werden. Ganze Inselreiche haben vor mir kapituliert. Diese, das haben wir bis jetzt noch nicht gehört, aber es könnte sein, das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert, was ich glaube. Na, das kollabiert passt nur auf sich selber, ne? Ja. Ich würde sagen, es ist das Paralysiertsein. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Okay. Wurdest du damals von einem Schwein adoptiert? Das reflektiert kann sein. Der Geruch passt auch nicht. Das passt auch nicht, weil ich ja nicht sage... Okay, das ist schon wieder Quatsch. Ich glaube, es ist das Spiegelbild. Oh, wo ist das Spiegelbild hin? Wo ist das Spiegelbild hin? Da. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Gewonnen, sehr gut. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Adaptiert ist reflektiert. Ich schreibe es mir schon mal auf, das ist egal. Dein Geplänkel kommt nicht in Schwung. Hä? Also das Gesicht Begnadigung könnte es sein. Das Formaldehyd könnte es sein. Ja, aber das, dich zu töten wäre... Mein Geplänkel kommt nicht in Schwung. Dann sag ich mal, er wäre... In Formaldehyd aufbewahrt trügst du bei zu meiner Erheiterung. Oh, ja. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Aché. Ja, das ist das Filet, definitiv. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Da steht auch Erleichterung und er sagt Erheiterung. Das muss ja sein, ne? Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Der Atem, den hatten wir ja schon. Das Reflektiert hatten wir auch schon. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Wir haben ihn besiegt im ersten Versuch. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Und wir segeln. Nach Blood Island. Aber da ist schon ein Sturm am Horizont. Der könnte uns zur Gefahr werden. Oh Gott, oh Gott.
Wir müssen unbedingt den Kurs auf Platt Island halten! Van Hagen! Ich tue ja schon alles, was ich kann! Haggis! Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Bei Gott, dieser Sturm! Den hat der Teufel geschickt! Das Blood Island. Blood Island. Puh, ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist Elaine? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Meuterei. Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Bevor wir jetzt gleich weitermachen, schnappen wir uns erstmal die Flasche. Wir müssen auch noch die Handlotion bekommen, aber dafür brauchen wir noch was. Ich glaube, die Flasche können wir auch entkorken mit unseren Tellen. Perfekt. Den Korken brauchen wir später noch. Bevor wir jetzt hier irgendwas tun, zeige ich euch noch zum Ende dieser Episode einen kleinen Schmankerl. Und zwar müssen wir mal eben... Also das ist, ich glaube, Blood Island. Da ist ein Hotel. Da ist ein Strand. Da ist ein Friedhof. Da ist eine Mühle. Und hier oben sind noch seltsame Lichter und da ist noch ein Vulkan. Da sind auch wieder sehr lustige Kameraden, das will ich aber noch nicht verraten. Ich zeige euch noch eine Kleinigkeit. Gucken, ob das jetzt klappt. Was ist denn das verwirrte Schild? Da gucken wir erstmal drauf. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Hier oben ist noch ein Ei. Das brauchen wir auch noch irgendwann. Ich glaube, das können wir noch nicht bekommen. Dafür brauchen wir einen Hammer. Ja, wir können aber schon mal die Nadel in den Korken stecken. Was das bedeutet, das zeige ich euch noch. Aber wir machen jetzt was ganz Besonderes. Wir nehmen uns das Wasser. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich will wirklich nicht ins Wasser Geduld, gehen. Geduld, Geduld. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. 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 Wenn du darauf bestehst. Dieser Kerl konnte wahrscheinlich seine Luft unter Wasser nicht sehr lange anhalten. Zu schade. Nur etwa 10 Minuten. Das ist nämlich Guybrush Threepwood aus Monkey Island 1. Ich hoffe, das war's dir wert. Eine der wenigen Monkey Island Szenen, wo man sterben kann. Ich glaube sogar die einzige, ich bin mir nicht ganz sicher. Mit dem kleinen Easter Egg beenden wir mal diese Episode. In der nächsten Folge werden wir so einiges erleben hier auf Blood Island. Das wird ein Riesenspaß. Also hier wird es nochmal richtig spannend. Und vielleicht sterben wir sogar auf der Insel. Das hatte ja auch schon die Voodoo Lady in der ersten Folge, in der zweiten Folge war es, glaube ich, gesagt. Aber bis es soweit ist, wünsche ich euch noch viel Spaß bei anderen Episoden, die ich produziere. Und bis zur nächsten Folge, Monkey Island. Macht's gut!